Durch diesen Traum wurde mir klar, Tinka, dass es Zeit wurde, damit aufzuhören, Mann daran zu behindern, aktiv zu werden. Und damit meine ich meinen inneren Mann wie den Mann im Außen. Da gab es ein unbewusstes Verhaltensmuster in mir, welches ein weibliches Ahnenthema darstellte und welches ich durchbrechen wollte. Letztendlich schien es mir, dass meine weibliche Ahnen es nie wirklich zuließen, dass ein Mann seine wahre männliche Energie lebte. Hier fehlt Text und es geht weiter. Spannend fand ich den Traum auch deswegen, weil ich am Tag zuvor etwas in einer Sendung über Ahnen-Themen gehört hatte. Da ging es zuerst um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Hier wurde erklärt, dass es ganz wichtig sei, dass man sich, bevor man sich auf das Gegenüber einlässt, sich einen sicheren Raum verschaffen sollte. Das Problem dabei wäre nur, dass wir Frauen das verlernt hätten. Also, dass wir diesen Instinkt nicht mehr so haben, mit welchem wir schon ohne viel Worte etc. erkennen könnten, ob man bei dem Gegenüber wirklich sicher ist. Ich fand das äußerst interessant damals und nun mag ich kurz meine Gedanken im Hier und Jetzt, wo ich dir schreibe, mit einfließen lassen. Dieser Instinkt, du hast ihn schon erfahren, Tinka. Du erzähltest mir von deinem Erlebnis in jenem Lokal, da so einige deiner Herzensmänner bei dir waren, aber keiner vom anderen wusste. Du aber hast dich gefühlt wie eine Wölfin, so hast du es mir geschrieben. Als du die Männer gerochen hast und dabei bemerktest, wie diese auch zu Wölfen wurden und rochen, dass sie nicht die einzigen im Raum waren. Dann die Szene, da du im Vorfeld wusstest, dass das Glas Wein auf den Tisch umfallen wird. Da fuhr dein Instinkt auf Hochtouren, Tinker. Und du hast es aufgefangen, weil du es wusstest. Du schriebst auch, dass du es in dieser Weise nie wieder erlebt hast. Stimmt, unser Instinkt fährt eher auf Niedrigtouren. Und jetzt erzähle ich weiter von dieser Sendung damals. Der Instinkt ist nötig für unser Sicherheitsgefühl. Sich sicher zu fühlen ist notwendig für ein Miteinander, damit man wirkliche Hingabe leben kann. Aber die meisten Menschen haben schon in irgendeiner Form Missbrauch erfahren, fühlen sich als Opfer und kommen nur schwer aus dieser Rolle heraus. Und diese Rolle ablegen können sie nur, wenn sie lernen, Grenzen zu setzen. Grenzen setzen ist lebenswichtig. Es wurde auch erklärt, dass selbst wenn man nicht mehr Opfer sei, dennoch die Ahnenkraft in einem wirken würde. Also die gespeicherten Erinnerungen über das, was unsere Ahnen Negatives erlebt haben. Im Krieg zum Beispiel und solche Sachen. Spannend fand ich, als gesagt wurde, dass erst wenn man sich beim Gegenüber wirklich sicher fühlt und somit volles Vertrauen vorhanden ist, wahre Hingabe gelebt werden kann. Hier fehlt Text und es geht weiter. So kam ich zu dem Fazit für mich damals, mein Vertrauen würde so weit wachsen, dass ich Mann seine wahre männliche Kraft leben lassen würde. Das werde ich deswegen zulassen können, weil mein Vertrauen in mich selbst so gewachsen sein würde, dass ich instinkthaft fühlen würde, ob ein Mann mir die notwendige Sicherheit schenken kann. Ich würde das alles leben können, da ich mich noch intensiver abgrenzen lernen würde und damit mein Instinkt verstärkt würde. Hier fehlt Text und es geht weiter. Die restliche Angst vor Mann durfte gehen und Liebe wahrhaft gelebt werden.
Außerdem musste ich lächeln, weil ich mich an meine Begegnung mit dem Krieger erinnerte. Damals war mein Instinkt präsent. Ich nahm alles wahr und fühlte mich in Sicherheit. Trotzdem mein Verstand auf Hochtouren anderes mitteilen wollte. Diesen beruhigte ich dann, indem ich dem Krieger alles im Vorfeld mitteilte, was mir wichtig war, um mich bei ihm sicher zu fühlen. Ich sorgte dafür, dass ich auch mein Verstand bei ihm sicher fühlen konnte.